Hallo da draußen, ich bin Johannes und ich hatte gerade meine erste Flugstunde. Nicht in echt, sondern im DCS, dem Digital Combat Simulator. Das ist eine super realistische Flugsimulation, die ich mir einfach mal anschauen wollte. Und ich habe gedacht, ich halte mal die Kamera mit drauf und lasse euch ein bisschen daran teilhaben, was ich so erlebe. Mit mir dabei ist der Charlie, der dient quasi als mein Fluglehrer und kennt sich schon ganz gut aus. Wir fliegen eine L39, das ist ein spezielles Schulungsflugzeug, in dem ich vorne sitze und so versuche, die Maschine in die Luft zu bringen. Und Charlie hinter mir sitzt auf einem speziellen Fluglehrersitz und wie in einem Fahrschulauto im Notfall eingreifen kann, bevor ich uns abstürzen lasse. Das Video ist eingeteilt in 4 Videoteile. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Startvorbereitungen und dem Start. Im zweiten Teil fliegen wir dann über Las Vegas. Im dritten Teil gibt es sogar einen richtigen Luftkampf zu sehen und im vierten Teil bringe ich uns hoffentlich heil wieder auf den Boden. Also dann, ich wünsche euch genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich beim Fliegen hatte. Dann legen wir mal los. Wir sitzen jetzt hier in einer L39, so einem Schulungsflugzeug. Und Charlie, du erklärst mir jetzt, wie wir das Ding in die Luft bringen. Genau. Vor mir, oh mein Gott, vor mir ist gerade jemand gestorben. Davor ja, ist gerade ein Flugzeug gecrashed. Ziemlich missglückte Landung. War das die KI oder war das einer von den anderen? Nee, wir sind ja hier allein. Vor mir sterben Soldaten! Oh mein Gott! Ja, ein guter Start. Nun sei es drum. Also, ignorieren wir die toten Leute vor uns und fliegen los. Wir haben unsere Prioritäten. Ja. Also dann vorne rechts, um die Maschine mit Elektrizität zu versorgen, ist der Batterieschalter. Jo. Du kannst es mal umkippen. Klick. Und die Generatoren gleich daneben. Ja, okay. Generator, Hauptgenerator und Notfallgenerator sind an, genau. Ja. Und dann auch noch der Engine Switch. Engine Switch ist an. Genau. Da müsste nach 20 Sekunden dann eine gelbe Warnlicht. Gelbes Warnlicht vorne am Panel angehen. Aber das können wir jetzt noch abwarten. Noch blinkt alles. Rot. New. Das sind KI-Flieger? Ja. Genau, sind auch hier. Und warum ist gerade ein KI-Flieger gecrashed? Egal, lassen wir das. Die zweite Reihe Kippschalter gleich darunter kannst du auch gerade alle aktivieren. Okay, bis jetzt habe ich aber noch keine gelbe Leuchte. Ah, ja, stimmt, das habe ich gerade verwechselt. Okay, also zweite Reihe Kipsch. Genau. Die N-Wörter, Sicherung, Umrichter, was ist das? Die waren den Wechselstrom in Gleichstrom. Aha. Sicherung, Intercom und Funk, okay. Map, RV und RSBN. Genau. Okay, was auch immer das ist, ich habe es angeschaltet. Dann kannst du auf die linke Seite vom Cockpit wechseln. Okay. Im vorderen Bereich hat es einen schwarzen Schalter, wo Turbo draufsteht. Das klingt gut. Genau. Da kannst du die, sie hat so eine Schutzkappe drauf, die öffnen und dann den Knopf 2 Sekunden gedrückt halten. Ah ja. Ah, ich höre was, da tut sich was. Genau, da müsste jetzt nach 20 Sekunden die Leuchte angehen. So, schauen wir mal. Okay, ja, da ist gerade was angegangen. Ich sehe es jetzt auch vom hinteren Cockpit aus, wenn ich da Turbine Starter nach vorne sehe. Okay. Ich kann dich leider nicht sehen, ich kann zwar nach hinten gucken. Ja. Ich sehe gerade, dass unsere Klappe ja noch auf ist. Müssen wir die zumachen? Ja, genau. Können wir die sonst mal schließen? Da kannst du hochsehen und mit der Maus müsstest du dann... müsstest du einen Bereich finden, wo du das anklicken kannst? Auf der Klappe? Ah ja, da. Ja. Moment. Ah, haha, da kommt sie. Wuhu! Genau. Dann ist jetzt auch noch vorne links ist ein großer roter Hebel. Ja. Den musst du noch ganz nach vorne bewegen. Moment, der ganz große rote Hebel da links? Haubenverriegelung? Haubenverriegelung. Genau. Haubenverriegelung klingt gut. Damit okay. Damit die auch richtig zu ist, weil sonst fliegt die uns dann plötzlich um die Ohren, wenn wir schnell genug. Oh Gott, wie viele Piloten sind daran schon gescheitert? Okay. Und dann noch zusätzlich, rechts vorne hat es so einen gelben Hebel. Ja. Das ist so eine blaue Schiene drin. Den musst du auch ganz nach vorne bewegen. Cockpit Pressuration. Achso, Kabinendruck? Genau.
Aha, okay, ganz vorne. In großer Höhe noch Luft bekommen. Okay, das ist auch sehr vorteilhaft. Jetzt, nächste Herausforderung wäre dann der Triebwerksstart. Okay. Das ist unter einer blauen Schutzkappe. Und die öffnen, links vorne ist die auch. Ja, ich sehe sie schon. Engine, richtig? Genau. Die jetzt zwei, halt mal 3-4 Sekunden gedrückt. Daneben ist die Bremse, die müssen wir nicht erst irgendwie noch... Oh, ja, fast vergessen, auch noch sehr wichtig, obwohl jetzt niemand mehr vor uns ist. Das mit dem vor uns hat sich ja erledigt. Genau, die nehme ich ganz nach vorne. Nach vorne, okay. Bis sie eingerastet ist. Ja, und dann kannst du den Engine Switch drücken. Okay, den auch wieder gedrückt halten, ne? Genau, 3-4 Sekunden, dann loslassen und dann den Schubregler auf Idle stellen. Das ist das, was wir vorhin belegt haben. Genau. Was jetzt nicht mehr funktioniert. Weil irgendwas falsch ist. Ist die Notbremse? Kann ich die Bremse anders stellen? Was ist falsch? Kannst du mal versuchen, aber. Was funktioniert hier nicht? Das ist. Was? Irgendwas verhindert das. Irgendwas machen wir falsch. Was auch immer wir tun. Irgendwas verhindert, dass ich jetzt diesen Bremsenhebel drücke. Nicht den Bremsen, sondern den... Du hast das auch mit der Tastenkombi gemacht? Naja, das kann ich gerade nochmal machen. Das muss ich gerade mal eben... So, alt. Ja, nee, da ist irgendwas... Ist nicht so, wie es sein sollte. Also ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob dieser Bremshebel richtig einrastet. Der geht keine... Aber der dürfte eigentlich nichts mit der ganzen Sache zu tun haben. Jetzt! Jetzt geht's! Ja. Okay, was hat auch jetzt auch immer jetzt funktioniert hat, vielleicht mussten wir einfach länger auf den Motor warten. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ja. Okay, aber Hauptsache es läuft. Hauptsache es läuft, es läuft. Okay, jetzt ist er auf Idle. Genau, jetzt müsste ich auch vorne, die Umdrehungen müssen jetzt angezeigt werden. Das sind so zwei Zeiger, vorne rechts im Cockpit. Da oben rechts, rounds per minute, ja. Yeah. Da genau. Oben. Okay, wieso sind es zwei Zeiger? Gute Frage. Der eine. Ist der eine die Tausender und der andere Hunderter oder was? Nee, das sind zwei verschiedene Messpunkte. Okay, gut. Okay. Wo da die Umdrehung gemessen wird. Ist egal, was uns nicht umbringt, können wir ignorieren. Genau. Dann jetzt weiter geht's rechts vorne, wo du ja schon zwei Reihen umgelegt hast von den Schaltern. Da kannst du jetzt die unterste Reihe auch umlegen. Okay. Abgesehen von den zwei, ganz die links umrandet sind. Okay, also nicht die Notfallverbindungsschalter und den Notfallverbindungsschalter, was auch immer, sondern die Flügeltanks und De-Icing, Eiswarnanlage. Genau. Und Sicherung, SDU-Schalter. Okay, alles umgelegt. Wie geht's weiter? Jetzt sind wir dann eigentlich schon mehr oder weniger so weit. Oh, ich bin ein bisschen nervös. Sind da noch irgendwelche Kippschalter, die noch nicht nach vorne gelegt sind? Da rechts nicht mehr. Da ist, also der ganz oben rechts, das ist die, was auch immer, AGD. GMK. Genau, den muss er hochklappen. Okay. Jetzt bewegt sich auch der künstliche Horizont. Okay. Das ist noch ziemlich wichtig. Sonst ist alles außer den rot umrandeten ist nach vorne geklappt. Genau. Dann können wir jetzt die Landeklappen auf die Startposition stellen. Okay, Landeklappen auf die Startposition. Ah ja, okay. Genau. Ja. Ah, jetzt kriegt er. Okay, das ist auf der mittleren Position, ist richtig? Genau. Gut. Jetzt muss auch grün angezeigt werden. Ja. Dann noch, Farben und so. Genau. Nur für später. Dann davor ist der Fahrwerkshebel.
Das ist ja vorne die drei grünen Leuchten. Die grünen Leuchten sehe ich, ja. Wo ist genau. der große Hebel? Genau, rechts daneben, das ist der Fahrwerkshebel. Den brauchen wir dann. Den könnte ich, sollte ich jetzt nicht umlegen, ja. Nein, es wird jetzt noch nichts passieren, aber sobald wir am Abheben sind und wenig Gewicht auf dem Bugfahrwerk liegt, dann würde das automatisch einfahren. Okay, gut. Ja, aber jetzt soweit sind wir eigentlich ready to go. Okay. Also jetzt noch die Parkbremse lösen. Die Parkbremse, also okay, die ich vorhin festgestellt habe, ja, genau. Also genau. Ganz nach hinten? Nicht ganz nach hinten, sondern etwa in die Mittelposition. Achso, ganz hinten ist Emergency. Genau. Okay, Mittelposition. So, also das ist so ungefähr hochkommt. Oh, guten Flug steht oben, wie schön. Okay, jetzt die Taste für die Radbremsen, die hast du noch im Kopf? Die Taste für die Radbremsen. So, jetzt ein bisschen knifflig. War das das? Weißt du noch zufällig, wo... Die haben wir irgendwo auf den Stick gelegt. Auf den Stick gelegt? Ah, dann müssen das die sein. Ja, ich glaube, keine Garantie, aber ich glaube, ich hab's. Also okay, sonst ich habe hier hinten auch eine Bremse, also notfalls könnte ich noch dazwischen gehen. Kann ich irgendwo erkennen, wo... Ja, das ist, wenn du um den Joystick ein bisschen herumschaust, ja, dann ist ein großer Hebel und die Bremse, da müsste sich dieser Hebel bewegen, wenn du die Bremse betätigst. Großer Hebel um den... Ah ja, 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 passt, richtig, korrekt. Okay, genau, also jetzt, um zur Startbahn zu kommen, müssen wir hier, am besten machen wir da eine große Linkskurve. Das Besondere hier ist, du kannst am Boden nur lenken, wenn du die Bremse leicht gedrückt hältst und dann gleichzeitig noch in die Richtung steuerst, wie du die Kurve machen willst. Steuern heißt mit den Pedalen oder mit dem... Genau, mit dem Pedal. Okay, also gebe ich jetzt ein bisschen Schub? Genau. Wie viel so ungefähr? Dann Millimeter für Millimeter nach vorne. Bis Millimeter für Millimeter. Ich bin jetzt... jetzt, ja. Genau. Und jetzt noch. Oh, okay. Nach links. Kannst du die Pedale voll mit vollem Ausschlag. Und dann jetzt leicht den Hebel drücken. Moment. Okay, dann nach rechts geht auch. Achso, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Ja, aber wir kommen auch so zur Startbahn. Hä, wieso? Moment, der lenkt ein. Wieso lenkt er ein? Ah, jetzt, ja, okay. Nee, links, okay. Jetzt hier am Rack vorbei. Ja. Holy crap! Ja, und jetzt einfach weiter links, bis wir da am Hangar wieder vorbeikommen. Ah, weiter links, okay. Genau. Boah, ist das... Allein das Manövrieren am Boden ist ja schon die Hölle. Aber für den nächsten Flug... Wo müssen wir denn hin? Genau, jetzt da. Ich bin zu schnell. Werden. Ja, ich merk's schon. Hier weiter links? Jetzt etwas weiter nach links und jetzt auf der Linie hier am Boden folgen. Okay. Blendet die Sonne noch ein bisschen. Oh, völlig verrückt. Das ist ja völlig verrückt. Alter. Okay. Jetzt kann ich mir auch... Ja. Geil. Ich bin völlig begeistert, nachdem wir stundenlang gebraucht haben. Man kann das, glaube ich, sollte man jetzt hier einfach nur im Video zugucken, kann man das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen, woher meine Begeisterung rührt. Aber das ist einfach geil. Da steckt immer viel Schweiß dahinter, dass man das mal so gelernt hat. Und das ist jetzt mehr oder weniger noch das einfachste Flugzeug. Weil man dann das erste Mal so die A10 und so weiter mal gestartet hat, das sind dann echt Erfolgserlebnisse, obwohl man eigentlich noch gar nichts gemacht hat, nur die Maschine angelassen hat. Also ich muss immer mit den Pedalen lenken und dann muss ich ein bisschen auf die Bremse drücken, richtig? Genau, weil nur die Pedale,
Da bewegt sich dann das Bugrad noch nicht. Das aktiviert sich erst, wenn du die Pedale auch noch drückst. Ah ja. Okay, hier vorne müssen wir jetzt dann langsam nach links. Oh, falsch. Oh, wieso ist das verkehrt rum? Das ist andersrum, als ich das... Hier links rein, meinst du, ne? Nicht hier links rein? Ja, was da? Diesen blauen Lichter? Jetzt wieder nach rechts. Ah ja. Genau. Ja, hier vorne ist die nächste Kurve. Wenn man langsam wird, ist es schwieriger. Ja. Und irgendwann verzögert, die Eingaben sind immer etwas verzögert, man muss etwas vordenken. Ja. Hui, hui, hui. So, ich folge jetzt diesem hellen Streifen, ja? Genau. Okay, da geht's aber schon weiter. Okay, okay, okay. Ist das verrückt? Aber mir ist halt scheiße schon daran gescheitert. Die Pilotenprüfung. Naja, schon daran, so weit muss man erstmal kommen. Aber dann leider am Boden zerschellt. Oder auch nicht, denn ich schlage mich gerade hervorragend. Jetzt auf der Start, auf der Startbahn. Wo? Jetzt nach links? Nach links, genau. Okay. Und möglichst jetzt in der Mitte. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schub weggenommen, weil ich nicht wusste, genau, wo es lang geht. Weiter geradeaus. Also weiter nach links einlenken, dann sind noch die Zahlen am Boden. Genau, und jetzt versuchen wir etwas geradeaus zu rollen. Das klingt so leicht. Okay, und jetzt mal komplett auf die Bremse, dass wir wieder stillstehen. Okay. Man muss immer erst 2-3 Meter geradeaus rollen, damit das, sich das Fahrwerk zentriert. Okay. Damit man nicht, wenn man Vollschub gibt, plötzlich nach links abdriftet. Ja. Okay, dann jetzt sind wir eigentlich startbereit. Ja. Also das heißt, ich werde jetzt noch die Bremse gedrückt halten. Dann kann es einfach langsam vollen Schub geben. Und dann der Geschwindigkeitsmesser ist das Instrument links oben. Ja. Das ist also ein kleinen gelben Bereich ab 150. Ja. Wenn wir bei der Geschwindigkeit angekommen sind, kannst du sogar schon leicht den Stick zurückziehen. Okay. Dann bremse los. Genau. Okay. Und jetzt kannst du einfach mit den Pedalen versuchen, die Maschine möglichst in der Mitte zu halten. Okay. Faszination pur. Hast du aber schon vollen Schub, oder? Ich habe vollen Schub. Das könnte sein, okay, dass das tatsächlich mit dieser Kalibrierungsgeschichte zu tun hat, dass das tatsächlich nicht voller Schub ist. Die wir am Hand. Die Landebahn ist lang genug. Also wir werden in die Luft kommen, so. Genau, jetzt ganz langsam zurückziehen. Wir nähern uns der, so. Nur ganz leicht. Ja. Bisschen mehr zurückziehen. Noch etwas mehr, jetzt haben wir die Geschwindigkeit. Ja, mehr kann ich aber nicht. Er sollte jetzt schon kommen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja. Oi, oi, oi. Das war aber knapp. Du hast die Kontrolle übernommen. Du hast die Kontrolle übernommen? Ja, jetzt bin ich am Steuer. Du Betrüger. Ne, dann liegt es aber wahrscheinlich an der Kalibrierung meines Joysticks. Oder so, ich weiß es nicht, aber eigentlich passt das vernünftig. Also ich habe voll nach hinten gezogen. Du hast etwas zu wenig Schub, was ich glaube, dann müsstest du noch den Schubregler zumindest kalibrieren. Ja. Und du kannst aber sonst das Bugfahrwerk, das komplette Fahrwerk noch einfahren, mit dem großen Hebel vorne, ja, links. Moment, Sekunde. Du steuerst, ja? Ja, also kannst jetzt gefahrlos mit dem Maus im Cockpit. Großer Hebel vorne links. Warum will er nicht? Der will nicht. Rechtsklick. Ah, Rechtsklick, ja. So.
Okay. Okay, und dann noch die Klappen in die Flugposition, in die Flugposition. In die Flugposition. Das ist der oberste Knopf. Ja, das wusste ich noch auswendig, wo ich es hingedingst habe. Okay, jetzt gehe ich in den Geradeausflug und jetzt hast du wieder die Kontrolle. Okay. Kannst du eine leichte Linkskurve? Genau, nicht zu stark ziehen. Muss man, ja, also meistens reicht es, wenn man wirklich nur ganz sanfte Bewegungen macht, dass die Flugzeuge, die sind da zwischen schnell an. Sehr schön. Ja, das ist was komplett anderes, als irgendwie so ein herkömmliches Fliegespiel zu spielen. So, ja, da ist es. Kannst du mal in den Geradeausflug. Und wenn du jetzt etwa den Kurs halten, kommen wir dann mal nach Las Vegas.